Ostfildern. Ha ja, mit dem habe ich doch erst kürzlich kontaktiert. Ja, also. Da habe ich wieder. So. Also, was machst du jetzt da? Zylinderkopf. Ventildeckeldichtung wird jetzt abgeschraubt. Indem man die linke und die rechte Schraube löst. Und auf der anderen Seite der Zahnriemen, der sich hier befindet. So, die, da wäre jetzt ein Stecknuss gut, aber. Oh, ja. Nach hinten sind auch nochmal. Da sind die Zylinder. Aber was ist da drunter nochmal? Das war abzahlt. Muss ich das anders machen? Ja, das gehört viel besser. Das sind Zündkerzen, das ist Zündspule. Da sitzt eine Zündspule da drin. Zündspule. Was hat der, der Einzelhörer hat er? Da. So, das ist die Zündspule. So, und jetzt geht der, der ab. So, jetzt. Das ist natürlich auch ziemlich Kondenswasser, ist ziemlich viel Wasser im System, im Öl. Hehe. Feder sieht nicht aus, wie wenn sie gebrochen wäre. Das ist schon mal gut, gut. Das wäre schon mal gut. Das wäre ja schon mal nicht schlecht, sagen wir so. Und hier ist jetzt die Zylinderkopfdichtung, oder? Nein. Da muss komplett der ganze Kopf rein. Ach so, okay. Das ist nur die Ventildeckeldichtung, die man jetzt da haut. Aha. Also, jetzt pass mal auf. Jetzt pass mal auf, wenn jetzt ich der Kolb auf OT bringen. Kolb auf OT, das hatte ich jetzt da auch wieder angeschickt. Das ist jetzt da auch wieder angeschickt. Da muss ich nachher schön das Rad drauf tun und muss von der Seite nach, dass ich die Steuerung machen kann. Ja, da drückt es. Ja, das ist jetzt Auslassventil hier, das ist Einlassventil. Das ist ein 8-Ventiler. Also der hat jetzt Auslassventil, hat er auf am ersten Kolb, am ersten Zylinder, und das Einlass ist zu. Aha. Verstehen? Okay. Hat der überhaupt nur, der hat gar keine Hydrostöße, oder? Nein, der hat keine. Das sind keine Hydrostöße, das ist ja auch wieder gut, auch schon mal gut. So, keine Hydrostößel. Ja. Jetzt sollte mir. Also der sieht recht aus. Der sieht so recht aus. Muss ich den Kolb auf OT bringen? Kolb auf OT. Das heißt, kann ich jetzt da noch mit der Zündkerz rausholen. Jetzt mache ich jetzt erst einmal ein schönes Rad raus, dass ich von der Seite nachkomme.